Hier spricht Taxi Berlin, heute mit Hans-Joachim Maatz, der mir am anderen Ende der Leitung aus Halle zugeschaltet ist. Hallo, Herr Maatz. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Es freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Es ist ja schon unser drittes Interview. Ja. Der Anlass ist Ihr aktuelles Buch, Das gespaltene Land, das Buch zum richtigen Zeitpunkt, wie ich denke. Ich möchte Sie kurz vorstellen, meinen Hörern, die Sie noch nicht kennen. Ich fange mal damit an, dass Sie mir vor einigen Jahren hier in Berlin im Taxi saßen. Das war ganz großer Zufall. Und wir uns aber schon aus früheren Begegnungen kannten. Ja. Sie sind Psychotherapeut und einer der bekanntesten aus dem Osten. Sie haben knapp 30 Jahre lang die psychotherapeutische Klinik im evangelischen Krankenhaus in Halle an der Saale geleitet. Ja. Sie sind darüber hinaus Autor und unter anderem auch vieler Bestseller. Ich nenne jetzt mal nur drei: Der Gefühlsstau, Die narzisstische Gesellschaft und Das falsche Leben. Und aktuell im März ist von Ihnen erschienen Das gespaltene Land, zu dem ich Ihnen einige Fragen stellen möchte. Als Einstieg möchte ich noch erwähnen, dass Sie auch viele Vorträge halten und Interviews, die man sich im Internet angucken kann, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Und ganz aktuell sind Sie am Samstag, jetzt vergangenen Samstag, den 23. Mai, in Halle auf dem Markt aufgetreten und haben eine Ansprache gehalten. Sie haben Ihren mutigen Protest, wie ich denke, dort zum Ausdruck gebracht. Und damit möchte ich mal beginnen, das Interview. Wogegen haben Sie protestiert und was ist Ihr Vorschlag für das Unwort des Jahres, den Sie dort formuliert haben? Ja, als Unwort des Jahres habe ich Verschwörungstheorie vorgeschlagen. Und zwar aus folgendem Grund, also wenn ich es erstmal ganz einfach versuche zu erklären, was ist eine Verschwörungstheorie? Also wenn zwei Menschen sich zusammentun, um etwas Falsches über einen Dritten zu behaupten, dann ist das, sag mal, eine Gemeinheit, die man einem Dritten antut. Aber es kann ja auch sein, dass das, was man einem Dritten vorzuwerfen hat, auch der Wahrheit entspricht oder zumindest diskussionswürdig ist. Und dann ist es eben keine Verschwörung mehr, sondern eine notwendige inhaltliche Auseinandersetzung, im Grunde genommen die Basis für demokratische Verhältnisse, der Diskurs, die Auseinandersetzung um Inhalte. Und genau diese Situation, die wir in der Corona-Problematik vorfinden, ist verloren gegangen. Es gibt keinen demokratischen Diskurs mehr. Es gibt nur autoritäre Anweisungen. Und alle Kritiker, alle Stimmen, die sagen, Moment mal, wie ist denn das und das zu begründen, weshalb sind diese Maßnahmen notwendig, die werden diffamiert als Verschwörungstheoretiker. Und das ist für mich unerträglich, eben auch, weil damit Grundlagen demokratischer Verhältnisse verletzt werden. Und deshalb habe ich diesen Vorschlag gemacht und das ist auch der Grund für mich zu protestieren, weil nicht mehr einzusehen ist, dass die anfängliche, sag mal, Bedrohung durch eine Infektion, deren Wege und die Schweregrade man noch nicht einschätzen konnte, aber mittlerweile kann man das und es erfolgt keine weitere Klärung der Maßnahmen. Inwieweit sind die gerechtfertigt? Die Verhältnismäßigkeit. Mittlerweile deutet sich schon längst an, dass die Folgen der Maßnahmen, also Shutdown, Lockdown und so weiter, viel schlimmer werden als das, was durch das Virus an Erkrankungen oder Todesfällen geschehen ist oder noch geschehen wird. Und da darüber nicht ehrlich und offen gesprochen wird, das hat mich veranlasst, den Protest darüber auch auszusprechen. Also ich habe so eine ähnliche Diagnose, sage ich mal. Und ich finde diese Idee
Verschwörungstheorie als Unwort des Jahres zu wählen, finde ich großartig. Ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt, Herr Maatz. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ja. Ich möchte Sie jetzt zu Ihrem aktuellen Buch, Das gespaltene Land, was im März bei CH Beck erschienen ist, befragen. Und dort in diesem Buch ist folgender Satz für mich ein ganz zentraler Satz. Ich zitiere: Schuldgefühle ohne reale Schuld an der Vergangenheit führen zu realer Schuld in der Gegenwart, ohne Schuld zu fühlen. Also für mich ist dieser Satz ganz klar, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele meiner Zuhörer nicht klar ist. Und deswegen möchte ich Sie bitten, mal diesen Satz kurz zu erklären. Ja, es gibt ja so etwas wie eine, ja, wie soll man sagen, ein Schuldthema, das in Deutschland so wie ein Plakat vor sich hergetragen wird. Also die Schuld an unserer Vergangenheit gemeint ist vor allen Dingen die Schuld am Nationalsozialismus. Und das sehe ich folgendes Problem. Die heute Lebenden sind ja bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht beteiligt gewesen am Nationalsozialismus. Und dann davon zu sprechen, dass sie sich schuldig fühlen an ihrer Geschichte, an der deutschen Geschichte, das halte ich für eine Ablenkung. Letztlich machen sich diese Menschen auch was vor. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es gibt tatsächlich Schuld von Eltern und Großeltern, also die im Nationalsozialismus gelebt haben, die als Mitläufer und Mittäter als Nazis tatsächlich schuldig geworden sind. Und das muss man benennen, worin diese Schuld besteht. Und also die Schuld des Mitläufers und des Mittäters, wieso sind Menschen begeistert in den Krieg gezogen oder haben aktiv oder passiv toleriert, dass ein ganzes Volk, die Juden, vernichtet werden und andere schlimmste Gräueltaten vollzogen werden. Warum hat man das alles toleriert? Und das geht eben für mich nicht nur aus Gründen der Angst, der Einschüchterung. Natürlich, viele Menschen sind gezwungen worden, auch zu verbrechen. Aber es hat auch eine innerseelische Bedeutung. Also wann sind Menschen bereit und in der Lage, anderen Menschen etwas Böses zu tun? Und das hat damit zu tun, dass viele Menschen in ihrer Entwicklung, also schon seit der frühen Kindheit, auch Schlimmes erfahren haben, also traumatisiert sind, verletzt worden sind, gekränkt worden sind, nicht verstanden, nicht geliebt worden sind und tragen, das war ja der Begriff, einen Gefühlsstau in sich, einen berechtigten von Wut und Hass und Empörung über diese schlechte Behandlung. Und das ist ja einer der Gründe, weshalb Menschen dann daran auch krank werden, seelisch krank werden, psychosomatisch krank werden, also weil sie in einem inneren Stresszustand sind. Und wenn sie nicht krank werden, besteht die Gefahr, dass dieser Stau, dieser innere Stress, die aufgestauten Gefühle nun sozial ausagiert werden. Also dann braucht man ein Feindbild, da braucht man einen Gegner, da braucht man Menschen oder Institutionen, die man beschimpfen kann, gegen die man feindselig vorgehen kann, bis hin zur Gewalt und so weiter. Und dieser Mechanismus, der ist für meine Begriffe niemals richtig verstanden oder aufgedeckt oder gar aufgelöst worden. Und deshalb bringt es uns überhaupt nichts, wenn wir uns schuldig für unsere Vorfahren halten oder erklären, statt zu gucken, inwieweit tragen wir weiterhin solche Fehlentwicklungen, die zum Mitläufer, zur Mittäterschaft dann tendieren, in uns. Und das heißt, in welcher Weise sind wir in Gefahr, das selbst seelisch Unbewältigte auf andere zu projizieren und dort feindselig zu bekämpfen. Deshalb habe ich auch in dem Buch die Frage aufgeworfen, wenn in der letzten Zeit ja immer häufig andere Menschen denunziert werden, du Nazi, das ist heutzutage ja sowieso Unsinn, wer ist heute ein Nazi? Also es wird ja gar nicht definiert, aber es ist ja offensichtlich diese Projektion und habe dagegen gehalten.
Sowas kann man erst dann sagen, wenn man sich selbst befragt, in welcher Weise bin ich ein Nazi? Und das ist jetzt nicht politisch in dem Sinne gemeint, sondern psychosozial gemeint. Also, dass ich in mir aufgestaute Affekte trage, Kränkungen, Verletzungen, also auch berechtigten Hass oder Wut, die ich aber nicht identifiziere als eigenes Problem, sondern dann auf andere projiziere und sozusagen den anderen zum Nazi stemple oder zum Verschwörungstheoretiker oder zum Populisten. Also es gibt dann ja eine Reihe von Beschimpfungen und Diffamierungen, die immer mehr über den aussagen, der dies tut, als im Grunde genommen über die Zielobjekte. Das ist leider eine allgemeine psychologische Erfahrung, dass ich auch, weiß ich, den Partner, den Freund, den Nachbar über etwas beschimpfe und ihn schlecht mache, wenn es in mir einen Grund gibt, dass ich etwas loswerden will, was ich in mir spüre, aber nicht wahrhaben will und dann beim anderen denunziere. Also das geschieht in allen menschlichen Beziehungen, aber es kann sich eben so zuspitzen, dass es eine große gesellschaftliche Relevanz bekommt, wenn man dann andere Menschen ausgrenzt und also sagt, das sind alles jetzt Nazis oder das sind Verschwörungstheoretiker und so weiter, statt zu schauen, wo ist in einem selbst diese Problematik abgelagert. Mir gingen heute die Begriffe Rechthaberei und Besserwisserei durch den Kopf. Und das ist ja auch etwas, was uns so typisch deutsch auszeichnet. Und jetzt, wo Sie das ausführen, denke ich, hängt das auch viel mit dieser Schuld und mit dieser Abwehr zu tun, dass man sich dann endlich doch mal auf der Seite des Guten wähnt und natürlich dann jemand hat, der es eben nicht so gut weiß und den man am besten belehren müsste. Ja, das ist der faule Trick, ja. Dass man immer, es geht immer darum, dass man eigene Probleme, eigene Schwächen, eigene Fehler, etwas, was man falsch gemacht hat, nicht als solches akzeptiert, also schon nicht mal zugeben oder erkennen will, geschweige denn akzeptieren. Aber das ist ja etwas, was einen seelisch unter Druck setzt, auch oft unbewusst. Man fühlt sich eben nur unwohl und hat entwickelt Symptome, und so weiter. Und um das loszuwerden, versucht man jetzt, andere dafür verantwortlich zu machen. Du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Du bist schuld, weil du mich nicht verstehst. Du bist schuld, dass du mich nicht mehr liebst und so weiter. Oder du bist mit deinen Gedanken, die mir Angst machen, schuld, dass es mir schlecht geht. Also das sind so diese Mechanismen, die ja weit verbreitet sind. Und jeder, der sozusagen in der Form eines Besserwissers und eines, der den anderen abwertet, auftritt, zeigt eigentlich im Grunde immer seine eigene seelische Unreife oder Problematik oder das, was in einem selbst nicht bewältigt ist, was dann eben einem anderen übergeholfen wird. Sie haben mir jetzt das Stichwort geliefert mit dem Besserwissenden. Der führt mich in Anführungsstrichen zum Besserwessi. Und zwar würde mich interessieren, ich zitiere jetzt nochmal aus Ihrem Buch, Ostdeutsche sind wie Scouts in der deutschen Krise. Den sich formierenden Protest könnte man als Avantgarde notwendiger gesellschaftlicher Veränderungen einordnen. Zitat Ende. Und da ist mir so durch den Kopf gegangen, ich habe auch selber mal knapp 3 Jahre in Westdeutschland gelebt, dass das für den Westdeutschen, ich sage jetzt nicht besser, Wessi, doch ein bisschen sich dick aufgetragen anhört, könnte ich mir vorstellen. Und da würde mich interessieren, wie Sie das erklären würden, dass es eben nicht nur eine Behauptung ist, bei der es sich an erster Stelle um eine späte Revanche, sage ich mal, einer misslungenen Einheit handelt. Ja, das hat damit zu tun, dass der Vereinigungsprozess von beiden Seiten im Wesentlichen eine zentrale Fehleinschätzung hatte, nämlich die, im Westen ist alles besser und im Osten und DDR ist sowieso alles schlechter gewesen. Das am Anfang war auf beiden Seiten stark vertreten. Ja.
also die Selbstabwertung im Osten und die Überhöhung im Westen. Und wenn man das näher untersucht, das habe ich getan, auch mit dem Gefühlsstau, mit dem Buch, das weiter analysiert, hat das sehr viel mit Sozialisation zu tun. Also im Westen werden Kinder, Menschen erzogen, stark zu sein, sich zu behaupten, sich durchzusetzen, immer mehr zu bedeuten, zu konkurrieren und so weiter. Und im Osten war eher das Gegenteil, sich zurückhalten, vorsichtig sein, bescheiden sein, sich unterordnen, einordnen im Kollektiv und so weiter. Also es sind unterschiedliche Eigenschaften sozialisiert worden. Und daraus entstand das Vorurteil, die Fehleinschätzung, dass die eine, die westliche Sozialisation, die bessere sei als die östliche. Und das kann man so nicht sagen. Es sind beides Fehlentwicklungen. Also, sag mal, im westliche mehr eben dieses narzisstische Größenselbst und im Osten mehr dieses angepasste, zum Teil auch unterwürfige. Ich nenne das auch eine narzisstische Störung, aber im Sinne des Größenkleins. Also man verhält sich zurückhaltender, vorsichtiger, unsicherer, ängstlicher, als man eigentlich ist, wie im Westen größer, als man eigentlich ist und so weiter. Und diese Fehleinschätzung hat auch den Vereinigungsprozess geprägt. Ich habe das dann mal in den Begriff eines Herrschaftsunterwerfungszusammenspiels, einer Herrschaftsunterwerfungskollusion bezeichnet, wo zwei entgegengesetzte Fehlentwicklungen sich im Grunde genommen getroffen haben. So, und jetzt kommt dazu, dass diese Entwicklung, die im Osten ja auch von vielen Menschen gewollt wurde, auch in der Hoffnung, jetzt wird alles besser, man kann mehr kaufen, mehr reisen und so weiter. Und das hat sich für viele ja zunehmend als eine Illusion erlebt. Und nicht nur für die, die dann auch echte Verlierer waren, sondern auch für die, denen es deutlich besser ging, äußerlich, materiell, aber die plötzlich festgestellt haben, das hat einen ganz schönen Preis, wie man jetzt leben muss, also sozusagen auf der Strecke immer wieder konkurrieren und stark sein müssen und sich durchsetzen, behaupten und so weiter. Und das mit den zunehmenden Problemen, die wir in Deutschland und Europa haben, da geht es also um Umwelt, um Klima, um Migration, um Energie, also die ganzen großen Themen, ist Folgendes aufgefallen, dass im Osten die Menschen ja eine ganz andere Erfahrung hatten mit autoritären Verhältnissen, mit Unterordnung, mit sagen wir, Falschmeldungen in den Medien oder einseitigen Tendenzen in den Medien. Und von daher sind die Menschen im Osten sehr viel kritischer aufgrund ihrer Erfahrung mit den DDR-Verhältnissen, was sich jetzt in Deutschland entwickelt. Man könnte jetzt auch sagen, die Westdeutschen sind betriebsblinder. Sie sind über Jahrzehnte, sag mal, wie betäubt, wie also manipuliert durch die äußeren Erfolge, die es ja tatsächlich erstmal gab, ohne dass man dann die Folgen, die Konsequenzen, also Folgen Umwelt, Klima, Migration und so weiter, soziale Ungerechtigkeit, das hat man nicht wahrgenommen, sondern hat erstmal nur das genießen wollen, was es an äußeren materiellen Erfolgen gab. Und da das im Osten nicht so funktioniert hat, ist man im Osten kritischer geblieben. Man zweifelt dann zunehmend an den Vorteilen des Westens. Und deshalb ist im Moment auch der Protest, der an den gesellschaftlichen Entwicklungen vorgetragen wird, im Osten stärker, weil man auch da viel mehr, viel bessere und noch jüngere Erfahrungen hat mit Lügen in den Medien, mit geheuchelter Politik, mit narzisstischen Problemen, mit einer falschen Machtpolitik und so weiter. Da sind die Menschen einfach sensibilisiert, allergisiert. Und deshalb ist der Protest, der aus dem Osten kommt, im Moment viel näher
an der kritischen Wahrheit, als wenn viele Menschen glauben, es könne alles so weitergehen wie bisher. Also ich finde den Begriff Betriebsblindheit sehr gut. Ja. Und also es ist ganz klar, dass eben die Proteste, die jetzt vorzugsweise im Osten ihren Ausgang nahmen, eben nicht an erster Stelle oder wenn überhaupt keine spätere Revanche für eine misslungene Einheit ist. Obwohl das, ich denke, es wird von einigen so gesehen. Ich sehe es nicht so. Und ich denke, Sie haben das auch jetzt sehr gut erklärt. Also meine Wahrnehmung aktuell ist, dass die Fronten doch sehr verhärtet sind und es da schon bei der Wahrnehmung der Realitäten beginnt. Also zum Beispiel bei der Frage, ob eine Debatte über die anstehenden Probleme jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Meiner Meinung nach findet sie nicht statt, aber ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die sind der Meinung, nö, nö, das findet schon statt. Und da habe ich immer das Problem, was mache ich jetzt, wenn die Wahrnehmung doch so nicht nur unterschiedlich, sie ist ja im Prinzip entgegengesetzt ist. Und da habe ich jetzt kürzlich in einem Buch Die Moralfalle von Bernd Stegemann gelesen. Er schlägt vor, oder er sieht da die einzige Möglichkeit, den Raum sozusagen zu verlassen. Und für mich klang das sehr logisch. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, ob Sie noch eine andere Möglichkeit sehen und wie dieses Verlassen denn aktuell praktisch aussehen soll, wo wir doch eingeschlossen sind, also im Lockdown. Das wäre Ja, jetzt meine Frage. das ist ein Riesenthema, das Sie jetzt eröffnet Ja. haben. Aber ich gehöre auch zu denen, die überzeugt sind, und das kann man ja auch immer wieder sehen und belegen, dass im Grunde genommen der Austausch, die Debatte, der Diskurs immer weniger geführt wird. Also man sieht ja gerade, dass alle, die an den Maßnahmen der Regierung, nicht nur jetzt, Corona, sondern auch vorher, Klima, Energie und so weiter, Migration, dass es große Themen unseres Lebens und Überlebens sind, über die nicht mehr wirklich offen diskutiert wurde, mit auch kritischen Stimmen, sondern dass alle Kritiker sofort diffamiert wurden. Das haben wir vorhin schon gesagt. Das sind dann halt die Populisten, die Rechten, die Extremisten oder Verschwörungstheoretiker und so weiter. Also damit wird im Grunde genommen die Basis demokratischen Verhaltens und einer demokratischen Regulierung verlassen. Warum ist das so? Meine Einschätzung ist, und das habe ich ja auch versucht in dem Buch Das gespaltene Land jetzt zu erklären, dass wir gesamtgesellschaftlich in einer Krise sind. Sagen wir ganz einfach so, so wie bisher können wir nicht weiterleben mit ständig materiellem Wachstum und auf Kosten eben dann sozusagen der späteren Generation, der Umwelt und so weiter. Und in einer solchen Krise müssten die Mehrheit der Menschen ja erkennen und einsehen, oh gut, wir haben bis da jetzt gelebt und das haben wir uns geleistet und das geht aber nicht gut. Wir müssten uns kritisch befragen, was wir verändern müssen, was wir falsch gemacht haben. Und das ist etwas, was viele Menschen eben nicht wollen und auch sehr schwer vermögen zu tun. Und dann beginnt eben das, was ich mit dem Begriff der Spaltung meine. Spaltung heißt immer, wenn Menschen so auftreten, ich gut, du schlecht, ich richtig, du falsch. Oder andersrum, ich falsch, du richtig. Ja, also es wird gespalten in zwei unterschiedliche Positionen und die ganzen Zwischentöne fallen weg. Also die Wahrheit ist doch so, wenn ein Mensch sagt, ich bin richtig, ich bin gut, dann muss er immer auch dazu erkennen und sehen, wo er nicht richtig ist und wo er nicht gut ist, wo er böse ist und so weiter. Also es gibt nicht nur die Guten und die Bösen, sondern jeder Gute hat auch was Böses und jeder Böse auch was Gutes und so weiter und so weiter. Das ist im Grunde genommen die Grundlage einer beziehungskulturellen Verständigung. Und das wird verlassen im Falle einer zugespitzten Krise. Dann gibt es eben nur die Guten und auf der anderen Seite nur die Bösen. Und das halte ich für ein sehr bedrohliches, ernstes Symptom. Und wenn man also praktisch den Raum des demokratischen Diskurses verlässt, ja, was bleibt dann noch übrig? Dann kann man auf die Straße gehen, dann kann man demonstrieren.
dann wird die Gefahr von Feindseligkeit, von Gewalt, sag mal zugespitzt von Bürgerkrieg, Revolution immer größer, wenn eben der kritische Austausch über Inhalte nicht mehr stattfindet oder nicht mehr stattfinden darf. Oder aber wer den Raum des Diskurses verlässt oder auch nicht protestierend auf die Straße gehen möchte, um dort eben mehr noch für Gewalt zu produzieren, der droht krank zu werden. Ja, der bleibt im Affektstau befangen und das macht Menschen krank. Oder ja, man zieht sich dann eben nur noch zurück und nimmt nicht mehr teil an der Gesellschaft. Und das ist natürlich für die meisten Menschen überhaupt nicht förderlich oder hilfreich. Also für meine Begriffe darf es keine wirkliche keine Tendenz geben, den inhaltlichen Austausch, den Disput, das Für und Wider, den Streit zu verlassen, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich zu verständigen. Damit muss man nicht immer wirklich übereinstimmen. Man kann auch Kompromisse finden, wo beide oder verschiedene Seiten auch ihr Recht haben. Oder man stellt auch fest, na, wir sind unterschiedlicher Meinung, bleiben das auch, weil jeder hat so seine Interessen, seine Motive. Das kann man sich mitteilen. Dann kann man aber auch friedfertig sozusagen akzeptieren, dass wir Menschen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen und deshalb müssen wir uns nicht bekämpfen. Also ist immer ein ernstes Zeichen drohender sozialer Gewalt. Also der Streit gehört ja normalerweise zur Demokratie dazu, ist ja sozusagen ihr Lebenselixier und das scheinen viele vergessen zu haben. Und ich teile auch ihre Meinung, dass bei mir ist es auch so, dass da was raus will, eben auch ein berechtigter Protest. Das ist ein Grund, warum ich auch jetzt samstags immer mit dem Fahrrad nach Mitte radle und mir da die verschiedensten Veranstaltungen auch angucke, auch als Zeitzeuge, um es mit bereits Erlebten vor gut 30 Jahren jetzt abzugleichen, wo es meiner Meinung nach auch Parallelen gibt. Und das ist wie so eine Übung für mich, zu gucken, welche Angst ist real, also die Angst vor einer Verhaftung. In der Regel ist es ja eine willkürliche Verhaftung, wo willkürlich festgelegt wird, Mindestabstand wurde nicht eingehalten, also nehmen wir den jetzt mal mit. Und aber auch aufgestaute Angst, die so jeder mit sich und Wut, die so jeder mit sich herumträgt, zu unterscheiden. Das ist wie so ein psychologisches Experiment für mich. Und ich muss immer wieder feststellen, das ist wirklich eine ganz große Gratwanderung. Und da würde mich mal abschließend noch interessieren, ob Sie, wo Sie ja jetzt selber auch auf so einer Veranstaltung waren und gesprochen haben, da vielleicht praktische Tipps geben können, um zur Ausgangszitat mit der Schuld und den Schuldgefühlen zurückzukommen, um nicht selber schuldig zu werden. Ja, also erstmal, ich finde das gut, dass Sie das machen, dass Sie sich nicht raushalten, dass Sie sich informieren wollen, herauszufinden auch, um was geht es jetzt und was, wie verhält man sich richtig, also dass man nicht blinder Mitläufer ist in irgendeiner Ideologie, sondern sich wirklich auseinandersetzen will, sich informieren muss, um allmählich immer wieder zu einer eigenen Meinung zu finden, eine Entscheidung treffen zu können, die ja auch von heute auf morgen sich ändern kann. Das ist ja eher das Gesunde, dass man immer wieder neue Informationen hat. Also, Richtig, genau. dann sprechen Sie ein ganz zentrales Thema an, das die ganze Corona-Problematik auf den Punkt bringt. Also, welche Ängste sind berechtigt? Ne? Ich selber habe jetzt schon mal das Wort benutzt, einer Panikdemie. Ja, Sehr gut. also es ist eine berechtigte Angst. Wir haben mit einer Infektionserkrankung zu tun. Da ist es völlig normal, dass Menschen
Angst entwickeln, sie könnten erkranken, es könnte sogar schwere Folgen haben, sie könnten daran sterben. Also das ist eine Urangst von uns Menschen. Und jetzt kommt aber dazu, dass diese Ängste offensichtlich politisch und medial geschürt worden sind. Also wir sind ja tagelang, wochenlang mit Schreckensbildern und Nachrichten konfrontiert worden. Also den Menschen ist Angst gemacht worden. Und das ist für mich ein sehr auffälliges politisches Verhalten, sodass natürlich der kritische Gedanke aufkommt, ja, wozu ist das notwendig? Warum macht man das? Warum hat man das nicht schon immer gemacht? Also seit es Menschen gibt, gibt es Viren und die Auseinandersetzung mit Erkrankungen. Was ist da jetzt anders? Und offensichtlich ist diese Ängstigung, folgt das Ziel, die Menschen auch irgendwie einzuschüchtern, abhängig zu machen, sie zum Gehorsam im Grunde genommen zu zwingen. Und da kommt eben dazu, wenn man Ängste schürt, reale Ängste, wie zum Beispiel durch die Infektion, dann werden in allen Menschen auch die Ängste ihres Lebens mit aktiviert. Also jeder von uns hat Ängste aus seiner Entwicklungsgeschichte, ganz sag mal, allgemein, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht verstanden, ich kann meine Lebensziele nicht erreichen, ich bin zu unsicher. Also die Ängste zu bestehen und sein eigenes Leben nicht gut genug zu finden und so weiter. Und diese Ängste werden mit aktiviert, sodass es in allen von uns so ein Gemisch gibt zwischen realer, berechtigter Angst, übertriebener Angst und jetzt aktivierter Angst aus den ganz persönlichen lebensgeschichtlichen Hintergründen. Und das ist im Moment die größte Herausforderung für jeden von uns, das gut zu differenzieren. Welche Angst ist berechtigt, jetzt die uns von außen vorgegeben oder angesagt wird und der, was in uns aufgewirbelt ist. Und deshalb will ich das nur bestätigen, dass Sie sich dem auseinandersetzen. Das würde ich jedem Menschen raten, vor allen Dingen jetzt, wo deutlich geworden ist, dass die Ängste, die geschürt worden sind um die Corona-Infektion, wahnsinnig übertrieben sind, nicht wirklich mit realen Befunden bestätigt werden können, sodass jetzt entweder die Politik, man die Politik verdächtigen muss, da werden noch andere Ziele verfolgt, also Menschen sozusagen neu und anders zu beherrschen und einzuschüchtern. Und natürlich als Psychotherapeut muss ich mir Sorgen machen, was wird mit all den aufgewirbelten, den angetriggerten Ängsten, die jetzt in den Menschen wund geworden sind, die dazu führen, dass jetzt viel mehr Symptome und Erkrankungen bis hin zu Suiziden, wie wir schon sehen müssen, auftreten, sodass wir hier in eine echte kritische Situation kommen, auch die Folgen einer solchen Panikpolitik wieder irgendwie zu regulieren und auszugleichen. Herr Marz, das klang jetzt alles so ein bisschen pessimistisch. Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch was Positives für meine Hörer? Naja, eigentlich war das positiv gedacht, zu ermutigen, sich den Themen zu stellen, also ja, da auch sich zu informieren. Also das kann man ja auch sonst jeden Tag, sich möglichst breit zu informieren, nicht nur den Öffentlich-Rechtlichen, sondern eben auch allen alternativen Informationsquellen ein Ohr zu schenken, um eine Meinung zu finden, also sich nicht nur abhängig zu machen, sondern immer wieder zu einer eigenen kritischen Position zu kommen, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, weil es wird sich ja etwas verändern in unserer Gesellschaft. Und wir sind gut beraten, also jeder Einzelne, sich Gedanken zu machen, was das für ihn bedeutet und wie kann man da sich beteiligen. Muss man einfach abwarten und dann wieder als Mitläufer alles mitmachen? Oder kann ich das beeinflussen? Kann ich die Zukunft unserer Gesellschaft durch eine kritische Stimme, durch hinreichende Informationen und meine Meinungsbildung mit beeinflussen? Auch
ach, wenn es manchmal so aussieht, als wenn das wenig erfolgreich ist, aber das täuscht. Ich bin auf der anderen Seite überzeugt, dass es für jeden Einzelnen wichtig ist, dass er eine eigene Position hat, die ja auch, die sich dynamisch entwickelt. Und energetisch gesehen glaube ich daran, dass wenn viele Menschen sich engagieren, das auch dann insgesamt einen Einfluss hat auf die gesellschaftliche Situation. Ein sehr schönes Schlusswort. Informieren kann man sich auch aus Ihrem neuesten Buch, Das gespaltene Land, würde ich zur Pflichtlektüre erklären. Ja, Ist schön. bei CH Beck erschienen, weil es ist ja auch so, wer nichts weiß, muss alles glauben. Ich sprach mit Herrn Hans-Joachim Marz, der mir aus Halle zugeschaltet ist. Herr Marz, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Ja, Und danke auch. Ja. gerne und grüße Sie ganz herzlich aus Berlin und bin gespannt auf Ihr nächstes Buch bereits, Herr Marz. Ja, gut. Also vielen Dank für das Gespräch und ich bewundere auch Ihr Engagement, Ihre Arbeit, die Sie da tun, auch um zu helfen, wirklich Informationen weiterzugeben und zu einer nachdenklichen Diskussion anzuregen. Das brauchen wir in einer Demokratie. Vielen Dank, Herr Marz. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.